Wetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier at the Club der Roten Dichter. Matthias ist unterwegs im Moment, er würde gleich hier sein. Unser Freund Nicholas ist zu Hause. Ich bin hier mit einem neuen Haarschnitt. Ich habe eine Stunde gewartet und einen Haarschnitt bekommen heute. Okay, Hannover 96 gegen Greuther Fürth. Nur eine Veränderung von der Mannschaft, die so schlecht gespielt hat gegen Düsseldorf mit Ochs. Er hat ordentlich gespielt. Ich hätte gedacht, statt Kinsley, da ist kein Problem. KK ist ein Angsthase. Oder hat er die Hosen voll? Nichts zu experimentieren, wie versprochen. Da hat keine Änderung aus dem Ox stattgefunden. Und es war wirklich ein glücklicher 2:2, weil, ihr müsst das alle das gucken, angucken, die. Da war nur 36% Ballbesitz von 96, eine Ecke und 7 Schüsse. Und ich glaube, wir mussten das auch sagen, wir waren wirklich glücklich, dass wir keine Eigentore geschossen haben, weil das Ding vom Hut gegen den Pfosten an Barasch in der zweiten Hälfte war erstaunlich eng. Was denkst du, mein Freund Niklas? Stanley, zuallererst, du siehst fantastisch aus mit dieser neuen Frisur. Na, danke. Ja, ich freue mich sehr. An meine kultige 96 T-Shirt auch. Aber egal, ja, ich will die Expert jetzt holen. Bitte, komm, rede. Ja, also schön wäre es, wenn es so wäre wie auf deinem T-Shirt, ne? So wie vor 10 Jahren. Weiß nicht, mich hat das jetzt auch wieder nicht überzeugt. Und ich schließe mich dir an, wenn du sagst, das war ganz schön glücklich, dass erstens kein Eigentor noch gefallen ist und zweitens dieses Spiel irgendwie noch mit einem Punkt dann ja, zu Ende gegangen ist. Ne? Also, ja, war so geht's so, würde ich sagen. Und nicht mutig genug, da hast du auch recht, finde ich. Also man hätte, also Kenan Kocak hätte ruhig mehr probieren können. Ich finde auch, also Bastasch für Hübers, ja, aber vor allem vorne, das ist dann doch recht wenig. Das Einzige, was er verändert hat, war Ochs. Ne? Ja, das muss ich sagen. Aber das Ding, die Innenverteidigung mit Barasch, ne? Du musst ja das zweite Tor angucken, wie er weg, er ist zu viel Platz, 2 Meter Freiraum gegeben zu Abimana, oder wie heißt der? Abimana. Zu viel Frauen. Ich muss auch sagen, ne? Also ich finde das gar nicht so lass mich ausreden, aber wir müssen das leider akzeptieren, dass dieser Typ kommt von der zweite türkische Bundesliga. So, wir können nicht mehr erwarten, denn eine drittklassige Innenverteidiger, weil er ist keine zweitklassige Innenverteidiger. Stanley, soll ich dir was sagen? Genau das wollte ich auch sagen. Du hast absolut recht. Ich finde auch, also Bastasch ist so ein Verteidiger Nummer 3 oder 4, so ein Innenverteidiger Nummer 3, 4. Den kann man mal bringen, aber dann muss man auch nicht große Sachen erwarten. Ich bin ab und zu immer noch positiv überrascht von ihm, weil ich irgendwie ja, mir auch so denke, naja, eigentlich ist das kein Zweitliga-Verteidiger. Ja, und so ist es dann auch. Ne? Ja, wir haben einen Anrufer und da ist Michael ist bei uns live dabei. Bist du da, Michael? Ja, klar bin ich da. Guten Abend, Stanley. Guten Abend, Niklas. Und unser Freund Matthias ist eben reingekommen. Ja, auch. Grüß dich an den. Nein, ich werde nachher abgeholt. Wir wollen gucken, St. Pauli gegen HSV. Und deswegen habe ich gebeten, dass ich gleich rankomme. Okay. Also auf nur eine kurze, ja, einen kurzen Bericht dazu. Was heißt kurz? Ich fasse mich ja meistens kurz. Also fangen wir mal an, gleich mit der Aufstellung. Das war auch, also eigentlich ist alles wie immer wie früher gewesen. Vorher wird gesagt, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, oder wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben wir noch eine Chance hochzukommen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ja, was macht er? Er stellt nur den Dux auf als Stürmer. Den Sulimani stellt er dazu. Jetzt wartet er auch noch über eine Stunde, dass er den Sulimani mal austauscht gegen den Schwatten da, gegen den Musa. So lang, warum? Warum? Wir müssen doch gewinnen, sagt er. Sonst haben wir keine Chance. Also wenn ich dann sowas immer sehe mit unserem Trainer, das ist unmöglich. Genau wie er zum Schluss wieder
Wenn ich jetzt sage, den Alten, den mach, oder die Alten, dann meine ich jetzt nicht vom Alter her, aber den Elis und den Muslia bringt. Da kann er doch auch mal was Neues versuchen. Es sind keine Zuschauer im Stadion. Wenn du jetzt einen jungen, unerfahrenen Mann bringst, denn der hat doch keinen Druck. Das ist doch schön. Die können doch da aufspielen frei. Ich finde, das ist ein großer Vorteil für die Spieler heutzutage. Die haben keine Zuschauer, der kann dem anschimpfen. Ich weiß, es ist ein Nachteil wegen Anfeuern. Genau. Aber das ist, aber leider, ich habe vorhin nachgeguckt und es ist wirklich, Gott sei Dank, er ist nicht Mourinho mit der 18 Millionen Abfindung, aber unser Trainer ist immer noch bis 2023 unter Vertrag. Nur da, ich habe Angst vor schon wieder, was geht da ab, ne? Das ist richtig, aber jetzt nochmal zu. Mit dem Muslia, genauso, vor zwei Spielen hat er ein Traumtor geschossen, klasse. Aber dafür mich reicht das nicht, dass er jetzt jedes Mal wieder reinkommt. Es ist das immer wollte ich wieder aber tatsächlich gerade sagen, Michael. Ich finde, Muslia in der 85. zu bringen, war nicht die verkehrteste Idee. Muslia ist immer gut für einen genialen Moment. Klar, nicht immer so, aber den kannst du am Ende mal reinwerfen und vielleicht macht er irgendwas Geniales. Aber was hat er denn gemacht, Niklas? Genau das Gegenteil. Er hat einen Pass gespielt, der eigentlich tödlich war. Das wäre ein Konter gewesen, wenn der andere nicht so blind gewesen wäre. Dann wäre das die Entscheidung also gewesen, die Niederlage. Nach drei oder vier Minuten, aber so unbedrängt wieder den Gegner anzuspielen. Also ich habe schon am Sonnabend gesagt, wenn der Haraguchi im Sitzen spielt, dann ist er immer noch viel wertvoller und viel besser für uns wie Muslia, wenn er steht. Ja, okay. Aber es ist echt beängstigend, wirklich mit nur 36% Ballbesitz, ne? Also Heimspiel. Und dann nur eine Ecke an nur sieben Schüsse am Tor. Ihr weißt, ne? das reicht nicht. Nein, absolut nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? Also Greuther Fürth wird ja auch so als Aufsteiger gehandelt und die stehen ja auch da oben und so. Aber für mich sind die eigentlich, also eine Erstligamannschaft sind die auch nicht. Ja, aber trotzdem sind wir besser. Du weißt, wir spielen gegen Auer nächstes Wochenende auswärts. Auer hat 3-3 für zwei Heimspiele gegen den HSV und dann 1-0 gegen Bochum zu Hause gewonnen. Und am Samstag nur 1-0 durch eine komische Elfmeter gegen Holsten Kiel verloren. So ich glaube, was wird denn bei uns denn passieren? We have jetzt, das ist die große Frage, ich weiß nicht, was du denkst über das, Matthias. Wer soll Biol und Matthias und Soleimani ersetzen? Matthias, ich werde gleich abgeholt da. Kann ich noch ein paar Sätze zu Dux sein, zu meinem Freund Dux? Natürlich, wenn du kannst direkt in die Kamera. Ach nee, du bist ja am Telefon. Er guckt ja zu. Ja, deswegen sage ich ja, hoffentlich hört er wieder zu wenigstens, aber der schaltet bestimmt wieder ab. Also es fängt doch gleich wieder an. Auch bei dem ist immer wie früher, 16. Minute, da gibt es für uns aus einer tollen Freistoßposition einen Freistoß, wo man reinschlagen kann, so vom halb rechts oder halb links war es, schön in die auf den Elfmeterpunkt. Weißt du, wer bei diesem Freistoß geschossen hat? Dux. Genau wie in den Spielen davor. Ich weiß nicht, warum wir einen Mittelstürmer haben, der in diesem Halbmittelfeld da Freistöße schießt oder Ecken schießt. Das ist für mich völlig, das ist auch wieder eine Sache des Trainers. Oder vielleicht auch von Dux. Aber Harry Kane mag das auch. Ich glaube, dass wenn du als große Innenverteidiger und die wollen Kopfball haben, das war auch ein geglücktes Freistoß vom Kaiser. Mein Gott, wann war es die End? Ich würde auch sagen, also ich finde, dass wir da jetzt nicht, also da muss ich tatsächlich sagen, dass wir nicht vollkommen ausrechenbar sind, dass also Dux ab und zu auch mal Ecken oder Freistöße tritt. Er ist jetzt nicht der klassische, ich stehe in der Mitte und warte auf einen Kopfballspieler, deswegen finde ich. Schön. Das finde ich tatsächlich ganz okay, das so zu machen. Stichwort Kopfball. Aber vorher nochmal, da kam es, also in der 56. Minute, glaube ich, habe ich hier aufgeschrieben, da kriegt er einen Pass in den freien Raum, der Dux. Er läuft dahin. Also er kann immer diesen Ball erlaufen. Er läuft auch. Und wie er sieht, dass da hinten der Torwart kommt, aber da hinten,
Da bleibt er 2-3 Meter vor, bevor er an den Ball kommt, bleibt er einfach stehen. Geht ja, gar das nicht auf den Pressschlag oder was. Ich weiß nicht, was der für eine Einstellung hat. Also, nee. Naja. So, jetzt nochmal zum Kopfball. Das war doch wieder so eine Chance, die er in jedem Spiel hat. In einem Spiel, jetzt vor 2-3 Mal, da hat er eine schöne Kopfballflanke versenkt. Kurze Ecke nach unten, klasse. Aber in jedem Spiel kriegt er so ein Ding, da steht er im 5-Meter-Raum. Der Torwart steht vor ihm auf der Linie. Der Ball kommt so hoch, dass er schon ausholt aus dem Genick und wartet und guckt den Torwart an und fragt ihn, willst du jetzt rechts, willst du links, willst du oben oder unten? Drin ist er sowieso. Aber wo willst du hinhaben? Und was macht er dann? Er köpft genau auf die Brust vom Torwart. Das hat er jetzt schon 3-4 Mal gemacht. Also wenn er das in Aue macht mit dem Mendel, der Mendel, das ist so einer, der gefällt mir, der geht hin zu dem Duxch und sagt, vielen Dank. Der gibt ihm die Hand und sagt, vielen Dank, Herr Duxch. Naja, vielleicht duzen sie sich. Naja. Ja, gut. Also jetzt bin ich aber mal in Brust losgeworden. So, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Tschüss, ja. Bis nächste Woche. Hier, eins wollte ich noch sagen. Ach so. Wer hat eigentlich von euch oder von den anderen gesagt, dass dieses Attest von der MAH gefälscht, also dass das nicht stimmt? Wie schön wäre es gewesen, wenn wir alle gesagt haben, ja, ist in Ordnung, 3 Wochen sitzt er jetzt aus. Ach, ich hätte ihn besucht irgendwo zu Hause, damit er ja zu Hause auf dem Sofa sitzen bleibt. Aber das wollte er vielleicht vermeiden. Das wollte er vielleicht vermeiden. Ihr schickt ihn nach München, damit er wieder gesund geschrieben wird. Ja, naja, sogenannte zweite Meinung. Genau. Stanley, nur noch ganz kurz. Wer hat den Becher gewonnen? Wenn ich den nicht gewonnen du, habe. Nicht du. Schön. Sonst hätte ich okay, ich kann das jetzt. Nein, sonst hätte ich ihn nicht geschenkt. Lass mich ausreden, bitte, Michael, bevor du gehst. Der HSV gegen St. Pauli. Ja. Der 96 Boulevard heute ist, 96 hat eine neue App mit nur 1125 Leute haben das jetzt downloaded. Und Gilde Brauerei hat heute den Vertrag verlängert für nächste Saison. Aber der Gewinner von der Steinebecker mit 71 Auswechslung war Philipp Teichhardt. Und das ist die Frage gewesen, wenn du es richtig zugehört, du hast 71 getippt. Jüri Steiner hat 229 Bundesligaspieler absolviert. Nicht wie in das gesamte Spieler von Euro und Pokal. Ach so. Aber ja, da gab es so eine Statistik, die habe ich zusammengezählt. Und ja, das die war, Spiele für 96. Die Frage war, was ist das denn für ein komisches Geräusch? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ein Fax, das klingt wie ein Faxgerät. Das ist bei euch, das ist nicht bei mir. Es ist bei uns? Oh mein Gott. Ja. Also, ist ein Moskito. Keine Ahnung. So. Tschüss. Was ist dein Tipp eigentlich? Ach so, für uns, ne? Nein, der HSV gegen St. Pauli. Ja, natürlich für uns. Ja, das ist klar, das gewinnt der HSV wieder. Ja, mal schauen. 3-4-0. Nee, bei uns... Das wird da eiskalt sein in Aue. Das, da im Erzgebirge, der Muslia, der wird wahrscheinlich 2 Skiunterhemden anhaben, dann wird er eine Strumpfhose anhaben, ein paar dicke Fausthandschuhe, aber eine Mütze darf er ja nicht auf, da darf er ja nicht mitspielen. Aber wir verlieren 3-1. Okay. Die Sache ist doch, die Luft ist doch raus. Für Aue noch nicht und deswegen, die werden das machen. So, wir haben gerade schon von der zweiten Meinung aus München gesprochen. Deswegen holen wir jetzt eine zweite Meinung ein von Fritze und sagen schönen Abend, Micha, und vielen Dank für den Anruf. Und ich habe mich bei euch zu bedanken. Schönen Abend noch. Micha, viel Spaß. In der Mediathek, der Rest. Tschüss. Ciao. So, das heißt, von dieser Stelle an kann ich jetzt als neuen Zuschauer aus der Mediathek nochmal Micha begrüßen, der jetzt weiter guckt, aber erst später versetzt. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber wir begrüßen jetzt bei uns live direkt am Telefon den Fritze. Der müsste jetzt schon im Studio sein. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, ihr alle beiden. Fritze, du hast dir die 96-App runtergeladen. Wie zufrieden bist du? Ich wollte erstmal vorweg, bevor der Michael abhaut, ich wollte ihm nur sagen, dass ich keine Ergebniswetten spiele, weil er sagt, ich muss viel Geld gewonnen haben. Ich spiele keine Ergebniswetten. Aha, sehr schön. So. Können wir ihm noch was ausrichten? Das reicht für ihn schon. Gut. Er soll sich einer Buchware anschaffen.
Okay, ja. So, jetzt zum Spiel. Ihr macht da Einzelkritik, die ganze Mannschaft war schwach. Den Spielverlauf nachher dafür 6-2 gewinnen müssen. Wollen wir ganz klar sagen. Mhm. Ich würde eine Einschränkung machen. Nicht die ganze Mannschaft, Haraguchi war gut. Ja, und der Torwart auch, ja. Ja, der war, ja, war okay. Ja, ich meine, das Barasch Eigentor wurde echt richtig schnell reagiert. Das war geil. Das war richtig okay. Aber trotzdem, was ist denn für mich, wie gesagt, 36% Ballbesitz, eine Ecke, 7 Schüsse. Ist krank. Aber die Frage des Tages ist wirklich, Matthias und Fritze, wer soll Soleimani und Biol nach 5 gelben Karten jetzt ersetzen? Jeder. Ich meine, das ist doch echt völlig egal. Ist doch vollkommen wurscht. Das sind doch beides keine wichtigen Figuren in unserem Spiel im Augenblick. Ja, aber ich meine, wer soll dem? Würdest du denn Tanat und Dombiel spielen lassen? Oder würdest du Elis spielen? Zum Beispiel, Elis wäre eine Möglichkeit. Aber ich wollte jetzt zu diesem Spiel auch noch sagen, weil ich etwas später gekommen war. Bei diesem Spiel war tatsächlich, fand ich, die große Enttäuschung. Es war so viel die Rede davon, dass wir jetzt die jungen Leute spielen lassen. Das und dann schaut man sich die Aufstellung an und sieht, ach, Ochs. Und wie war der andere? Ach, Bastas, genau. Das gilt also jetzt als Jugend bei uns. Also das war, fand ich, tatsächlich von vornherein schon sehr enttäuschend. Und also wir sind doch schon uns einig gewesen, die Saison als Aufstiegssaison ist durch. Es ging jetzt nicht mehr wirklich darum, noch nach oben zu kommen. Das heißt, man kann jetzt einfach mal anders spielen. Man kann zum Beispiel auch, das ist auch noch eine Sache, die mir bei dem Spiel aufgefallen ist, und das sind so diese kleinen Sachen, die einen tatsächlich am Trainer stören. Man muss nicht 10 Minuten vor Schluss aufhalten bei einem 2-2 einwechseln. Also mit Elis und ich weiß nicht, wer dann noch gekommen war. Müsselle. Hallo. Ja, also das war auch noch so eine Sache. Von daher, also ich fand, man könnte ganz anders auftreten. Aber Fritz, wie würdest du das denn machen? Würdest du jetzt also, die Jugend? Also ich würde sagen, der Elis hat als Innenverteidiger auch gute Spiele gemacht. Den könnte man auch von Anfang an bringen, meiner Meinung. Absolut. Solange wieder Hübers nicht da ist. Absolut. Ja. Meine Meinung. Ja. Ich finde auch, also um auf die Frage dann auch kurz zu kommen, also ich finde, Elis für Bastas wäre gut, ne, in der Innenverteidigung. Dann würde ich für Biol Mike Franz spielen lassen und für Soleimani bring noch mal Dumbuya und den vorne rein. 4-4-2 oder was es dann ist. Ox kann meinetwegen auch gerne wieder spielen, den sehe ich eigentlich ganz gerne. Und dann ist doch ganz gut. Aber lass mal überraschen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube wirklich, dass er wird nicht die junge unsere neue Held spielen lassen vorne. Er wird dann kommen mit De Pfosten, mit Weidand oder wie heißt die zwei Messi. Weil der Trainer müsste mal den Mut haben, die jungen Spieler einzusetzen. Er ist der Hosenfuß experimentieren. Und hat zweimal wirklich gut gespielt. Also gegen den gibt es keine Argumente. Den musst du jetzt von Anfang an bringen eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. Also man kann natürlich immer das Argument bringen, man darf ihn jetzt nicht verheizen, aber ehrlich gesagt, da wir jetzt ja wirklich eigentlich Spiele spielen, wo wir auch nicht unter diesem ganz großen Druck stehen, wir müssen jetzt um jeden Preis, also von daher, wann, wenn nicht jetzt tatsächlich, sollte man tatsächlich mal die jungen Spieler, und ich meine, vorne könnte auch Gudra natürlich von vornherein mal einfach mal den Platz bekommen. Also die Möglichkeiten haben wir. Ja, haben das Spiel auch. In der Zeitung heute hat unser Martin Kinz in O-Town, wir bleiben auf der Linie der Vernunft. Nach 2 guten Spielen kann ich ihm nicht einen Profivertrag geben. Wir warten erst ab. Ja, aber der sieht, was mit Weidern passiert ist. Ja, das kann auch sein. Aber ich meine, das ist auch eine, ich finde, statt ihm zu sagen, oh, er hat zweimal gut gespielt und wir warten, du weißt, ein bisschen Positives ihm gegenüber. Oder vielleicht, ich bin auch ein bisschen sensitiv mit Martin Kind. Aber ich meine, was denkst du denn? Was würdest du denn machen jetzt, Fritz, mit ihm? Ja, ich finde, der Trainer sollte den Mut haben, die jungen Leute einzusetzen. Aufstieg ist weg, absteigen können wir auch nicht. Also kann man doch ruhig das Risiko eingehen. Hm. Ja. Hm.
Ja, ich glaube auch, also ich habe mir nach dem Spiel viel so Kommentare durchgelesen in den sozialen Netzwerken und so und habe gedacht, also so einfach hast du es als Trainer selten irgendwo, dass wirklich die ganz, also alle Fans irgendwie fordern, komm, mach doch mal ein bisschen anders, probier doch mal ein bisschen aus. Und dann ist dir ja auch keiner böse, wenn es nicht klappt. So, also es ist ja keiner böse, wenn du die Jungen reinwirfst und dann funktioniert es nicht und du holst die Punkte nicht. Aber also so einfach, wie Kenan Kocak es gerade hat, das ist natürlich auch aus einer einfachen Situation heraus hier von mir zu Hause irgendwie gesagt, aber so einfach hast du es, glaube ich, als Trainer echt selten. Ja, und du hast auch nicht das Zuschauer da, irgendwie richtig dem auf die Pelle zu gehen. Du weißt nur nach 20 Minuten, wenn du spielst, schlecht. Oder du kriegst like a rote Karte nach 2 Minuten, wie die eine Junge von Chelsea, die vor 2 Wochen. Das ist echt das Pech, ne? Wobei wir natürlich jetzt auch nicht so tun wollen, als ob keiner die Spiele sieht, nur weil keine Zuschauer da sind. Und die Presse ist natürlich auch noch ein Faktor. Also sprich, nur weil jetzt vielleicht im Stadion nicht sofort Leute anfangen, Buh zu rufen, kann es natürlich trotzdem für einen Spieler schädlich sein, wenn er hochgejubelt ein Spiel macht, was dann hinterher die Presse, wo sie dann schreiben, na, das war ja wohl nichts, so ungefähr. Ja, also das ist natürlich auch die Gefahr, würde ich dann schon noch sehen. Also nur weil jetzt keine Leute da sind, es findet ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, jedenfalls nicht im Wobei Klassen. Die Presse in der Stadt gerade, ich weiß nicht, wie ihr das seht, die Presse in der Stadt ist gerade auch so ein bisschen anspruchslos, habe ich das Gefühl. Also da ist auch, also allen in der Stadt ist irgendwie klar, naja gut, diese Saison wird es wohl nichts mehr. Dann halt nächste Saison und da sind doch alle irgendwie so ein bisschen auf, komm, dann probieren wir ein bisschen was aus, U23 kann eh nicht spielen. Also das ist ja die allgemeine Stimmung. Warum macht Kenan Kocak das nicht? Ja, man weiß es nicht so richtig. Also es ist ja so, dass er das hin und wieder mal Dinge tut, wo wir uns fragen, warum macht er das eigentlich so oder nicht anders? Ja, ich habe mich so gefreut. Es ist doch jetzt die beste Möglichkeit. Ja, denn wenn 100%. Die U23 wieder spielt, dann werden die da erstmal wieder gebraucht. Ja, ich finde das auch. Die spielen aber zwar nicht mehr, aber die kann er doch jetzt einsetzen. Von Anfang an erstmal. Dann sieht er doch viel mehr, als wenn er nur für 5 Minuten bringt. Das ist richtig. Ja, was glaubst du, wird passieren in Aue denn, Fritz? Ja, Aue ist sehr stark im Moment, muss ich sagen. Ja. Ich finde auch. 2-1 verlieren wir. Zweimal 3-1. Ich hoffe, dass wir kriegen einen Punkt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. Aber was soll ich denn zu sagen? Ist das Carsten ist noch da drin oder ist das falsch? Im Augenblick haben wir keinen. Okay. Was ich sagen wollte, wie war, jetzt wir kommen zu unserem Freund Kaiser. Er hat einen geglückten Freistoß, aber wie hast du ihn in allgemein gefunden? Ja, du bist ja unser großer Kaiserbeobachter. Du bist der Kaiser. Ja, das musst du, glaube ich, sagen. Ja. Ich bin nicht so, dass ich einzelne Spieler so genau im Auge habe. Ja, ich habe es diesmal auch wieder eher so auf alle gesehen, geguckt irgendwie und habe Kaiser jetzt nicht so genau beobachtet. Er ist mir weniger aufgefallen als in dem Spiel davor. Ist das gut oder schlecht? Das war in dem Fall, glaube ich, gut. Aber ich habe jetzt nicht den großen Strategen in ihm gesehen. Irgendwie. Natürlich, dieser eine Freistoß, der war stark. Mir ist das nach wie vor zu wenig. Ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht, also dass Kenan Kocak vielleicht jetzt am Wochenende sagt, naja gut, dann schmeiße ich mal den Mike Franz rein. Wobei er das ja wahrscheinlich dann eh machen muss, wenn Bijol... Ich habe gehört, heute, der ist immer noch verletzt. Ja, vielleicht wäre der Franz eine gute Kombination mit dem Kaiser zusammen. Denn der Kaiser ist kein schlechter, nicht? Ja, nee, aber das Ding ist, war halt auch nicht so gut. Wir haben das gesehen, also, die ersten paar Spiele, wie das war. Na, sie hat vor der Verletzung, er hat immer mit den beiden gespielt und du bist auch nicht zufrieden gewesen. Nö, war auch nicht gut. ich weiß es nicht. Es ist auch kein richtiges System zu erkennen bei dem Kocak. Das ist das Problem, mein Freund. Richtige Zusammenwürfelei, was er da immer macht. Ja. Da ist das Problem. Wir sitzen hier jede Woche, wir warten, wo ist die Philosophie? Das ist deine gute Wort, ne? Philosophie. Was ist die Taktik? Welches Spielsystem spielt er? Spielt er Diamond? Spielt er, ich weiß nicht, 4-0-4? Ich weiß nicht. Und wir sind immer frustriert, dass wir kann nicht ein System bei ihm sehen. Ja.
Und es liegt nicht an den Spielern, ne? Es liegt wirklich irgendwie am Trainer. Ich habe mir nochmal angeguckt, weil ich so im Gefühl hatte, so in den letzten Minuten des Spiels, dass ich letzte Woche gesagt habe, naja, so ein 2-2 mit Glück. Oder nee, mit Glück ein 2-1 und wahrscheinlich aber ein 2-2. So, habe ich recht gehabt, schön. Aber ich habe dann noch gesehen, Jens hat gesagt, ja, das wäre ihm ganz lieb, weil dann ja auch endlich mal Schluss wäre. Also Jens hat gesagt, eigentlich, wenn es ein 2-2 wird, mal ganz ehrlich, dann war es das auch für Kenan Kocak. Also der Schritt wird jetzt nicht kommen. Stanley, du hast es ja auch gesagt, der hat noch einen Vertrag bis 2023. Aber ja, es ist deutlich zu wenig. Ne? Und das liegt nicht an den Spielern, sondern es liegt irgendwie am Gesamten. Und ja. Ja. Es gibt auch keine Trainer auf dem freien Markt. Schalke hat entlassen, Bielefeld hat entlassen, schmeißen alle die Trainer raus, merkwürdigerweise. Ja, aber deswegen gibt es ja genug. Ja, also, aber Christian Groß oder Uwe Neuhaus, weiß ich auch nicht, ob das jetzt die richtigen wären. Ne? Ja. Bei Schalke, das wird echt ein interessanter Abgang. Mit so vor allem frage ich mich bei Schalke, wer... Ey, was ist eigentlich mit Sané? Ist er immer noch verletzt? Wer? Ist das unser Sané, das spielt bei Schalke? Sané? Ja, ich habe... Lange nicht, also der muss verletzt sein, solange wie er schon nicht mehr spielt. Schwierig, ich habe auch gewundert, ich habe nochmal geguckt. War auch nicht in der Kader oder so. Ich muss das nachforschen. Der Sané hat eine schwache Saison gespielt, der spielt ganz selten. Du meinst den in der Hintermannschaft, der bei 96 war, ne? Ja. Der ist nicht mehr so gut, wie er bei 96 war. Der spielt sehr selten. Mhm. Er spielt, aha. Okay, stimmt, aber er ist noch bei Schalke. Er ist noch bei Schalke, ja. Wobei, wer weiß, so genau haben wir haben jetzt nicht gerade den Twitter-Account beobachtet, wer weiß. Bei Schalke ändert sich das ja minütlich. mit allen Leuten eigentlich, glaube ich. Also, ja. Fritze, aber jetzt nochmal zu meiner Eingangsfrage. Du hast dir natürlich als Early Adopter sicherlich die 96-App schon runtergeladen. Was machst du damit so? Ich habe keine 96-App, ich habe kein Internet, gar nichts. Ach, dann hast du auch nicht die 96-App. Schade. Naja, nee. Dann wirst du sie dir auch nicht runterladen. Vielleicht kann man sie irgendwie kaufen auf dem Faxgerät oder so. Ja, habe ich ja auch nicht. Ach, je, schade. Muss ich alles nicht haben. Habe ich erst gar nicht angefangen. Ganz normal ein Handy habe ich und das reicht mir. Die reicht, wenn sie vernünftig spielen. Na gut, dann müssen wir leider diese offizielle Umfrage zur 96-App hier jetzt beenden und den nächsten Probanden ins Studio lassen, der schon am Telefon wartet. Fritze, einen schönen Abend. Allah. Ja, ich wollte dem Michael noch sagen. Er guckt ja wieder. Ich würde mich freuen, wenn St. Pauli gegen HSV gewinnt. Ja, das wird er natürlich erst hören, wenn er schon weiß, wie es ausgegangen ist. Aber ist ja egal. Alles klar. So, schönen Abend. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön. Haben wir die Feindschaft angestachelt? Sehr schön. Und wir unterhalten uns jetzt mit dem nächsten Probanden, Carsten. Der hat aber natürlich die 96-App auf alle Geräte runtergeladen, sogar auf die Mikrowelle in der Küche, oder? Ja, nicht so ganz, ne? Auch erstmal nicht. Erstmal schönen guten Abend. Guten Abend. Du bist auch. Ist ausbaufähig, ne? Die Mannschaft oder die App? Ja, beides. Beides, okay. Da bin ich total bei dir. Ja, da sind wir bei dir. Ja, und das Spiel. Wie hast du jetzt die ganze Sache betrachtet? Ja, glücklich, ne? Also so wie man es eigentlich erwarten konnte. Ein bisschen enttäuschend war die Aufstellung, ne? War ja als große junge Offensive angepriesen worden und ist mal wieder nichts passiert. Aber das ist auch gar Fake News, ne? Eine Woche davor, da war das Ding mit Dux. Fake News und dann die zweite Woche ist, wir fangen an mit Jugend und sowas. Vielleicht ist das so eine Strategie gerade, dass man tatsächlich versucht, dass der Gegner, Kocak war doch jemand, der das wenig mochte, wenn schon zu viel von seiner Strategie im Vorfeld bekannt ist und mit dem Training und so. Vielleicht ist das ja jetzt alles nur eine Last-Minute-Strategie, dass wir jetzt irgendwie doch noch, ich weiß es auch nicht. Es ist komisch. Ist mich eigentlich. Ja, nee, sag du. Vielleicht ist seine Strategie ja auch, dass er vielleicht mal irgendwann mit einer Taktik um die Ecke kommt. Ne? Könnte ja vielleicht auch mal sein. Ne?
Das wollte ich gerade also so ein bisschen auch ansprechen. Also man muss ja auch mal gucken, so viel Chaos, wie um diese Mannschaft so drumherum jetzt in den letzten Wochen entstanden ist. Ne? Wir haben das Ding mit Fallett, der irgendwie im Training einen Ausraster hat. Richtig. Wir haben die schwere Oberschenkelverletzung von Timo Hübers. Wir haben Weidand, der irgendwie ausgefallen ist, dann mit Duxch dieses komische München hin und her gereise und so. Also da ist so viel Chaos und so viel Unruhe eigentlich um die Mannschaft herum. Und ich habe nie das Gefühl, dass das die Mannschaft irgendwie beeinflusst, weil sie so spielen wie immer. Also es ist so wenig System drin wie immer und es ist irgendwie keiner, der also kein Ausreißer nach unten, keiner aber nach das oben, ist doch sondern super. Es ist immer so ein Auf und Ab. Und es ist egal, was um die Mannschaft herum passiert. Ist das auch kein gutes Zeichen, glaube ich. Ist das gut oder schlecht? Nee, kein gutes Zeichen. Nein, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ne? Was ich finde, was man der Mannschaft nicht vorwerfen kann, dass sie nicht kämpfen. Ne? Also das hat man gerade an dem Bastasch gesehen. Der ist natürlich fußballerisch limitiert. Ne? Aber das muss man auch wissen, wenn man weiß, wo er herkommt. Ne? Dass er dann nicht die Sterne vom Himmel spielt. Es ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn das Beste, was der Trainer über einen Spieler sagen kann, er hat das Herz am rechten Fleck. Über einen Fußballer. Da ist man darf auch viele Sachen hinterfragen, ne? Genauso wie mit dem Schindler, der seit Wochen und Monaten schlecht spielt. Und plötzlich hörst du dann den Trainer in der Presse, der sitzt aus Leistungsgründen raus. Plötzlich haben sie es gemerkt. Ja, Plötzlich hat er endlich mal Zeit, sich seine Unterlagen, seine Notizen anzuschauen und hat gesehen, Moment mal, Schindler schlecht. Ach so. Ja, es ist alles so, also es sind alles Missverständnisse auch mit Fallett, das wollte ich übrigens auch noch sagen. Kočak hat ja vor 2 Wochen über das Spiel, ich weiß nicht mehr welches das war, aber jedenfalls das Spiel vor 2 Wochen, hat Kočak hinterher gesagt, dass das, was ihm bei 96 am wenigsten geklappt hat, wäre die Boxverteidigung gewesen. Das habe ich gelesen und habe gedacht, scheiße, eine Woche später, Fallett, totales Missverständnis, probiert es aus mit der Boxverteidigung, aber war natürlich auch wieder nicht richtig. Und jetzt sitzt er aus. Das war auch so die Sache. Alle haben jetzt gedacht, Fallett spielt jetzt in der Woche. Zack, finden wir einen Weg, warum das jetzt plötzlich wieder nicht geht. Ob es gut gewesen wäre. Und auch das komische Ding, der hat gesagt, der hat die Hand gegeben und bla bla bla. Und einen Tag später wird von der Karte gestrichen und eine Geldstrafe bekommen. Ne? Irgendwie, das ist auch. Ich glaube, dass er würde nicht bei uns spielen. Ist er ausgeliehen, oder? Wer? Fallett. Ja, ich glaube schon. Bin relativ sicher, ja. Das ist so, er ist weg. Es war ja sogar schon zwischendurch die Rede, schon wieder davon, ihn wieder abzugeben, glaube ja, ich. Ja, im Januar. Ja, und Carsten, wer soll denn Süleymani und Biol bei dir ersetzen? Ja, also wahrscheinlich wird es Elis sein, denke ich mal, der den Biol ersetzen wird. Ne? Und dann würde man sich mal wirklich wünschen, dass da einen von den jungen Leuten mal eine Chance gibt. Ne? Weil wenn man jetzt hört, wir kriegen weniger Fernsehgelder, wir machen dieses Jahr 10 Millionen minus, dann wird kein Geld für neue Spieler da sein. Und da muss man jetzt zwingend auf die Jugend setzen. Ne? Und deswegen habe ich auch die Aufstellung nicht verstanden. Weil jetzt spielt es keine Rolle, ob man gegen Fürth 3-0 verliert oder 3-2 gewinnt. Ne? Ich meine, wir werden nicht mehr absteigen, wir haben mit dem Aufstieg nichts zu tun. Und jetzt muss man sich, finde ich, eine Mannschaft zusammenstellen, die nächste Saison die Chance hat, oben mitzuspielen. Ne? Ja, aber da ist das Problematik jetzt ist immer noch, wenn Haraguchi geht oder nicht, und das deine, wie heißt der, deine Netzwerkbandbreite ist bei Nicholas zu niedrig. Aber was Sie sagen, wenn Haraguchi und Hübers geht, das ist auch ein Riesenloch in der Mannschaft, oder? Ja, natürlich, aber damit haben ja, also jeder zweite Verein hat damit zu kämpfen. Ne? Und es schaffen aber auch kleinere Vereine auch immer wieder für vernünftigen, dafür zu sorgen, dass was Vernünftiges nachkommt. Ne? Und dann weiß ich das, da muss ich mich darauf einstellen. Ne? Und meinetwegen soll er die letzten 10 Spiele, auch wenn Haraguchi gehen will, was man auch nachvollziehen kann, dann kann er den von mir aus die nächsten 10 Spiele auch draußen lassen und es mit jemand anders versuchen. Ne? Weil das geht, ich finde, es geht darum, die Mannschaft muss sich einspielen, die Saison ist mehr oder weniger gelaufen. Und wir müssen gucken, dass wir für nächste Saison was Vernünftiges auf die Beine stellen.
Ne? Ja, das und wenn ist... wenn ich jetzt 2-3 Spiele hintereinander verliere, dann ist das eben so. Aber ob wir nun am Ende 45 oder 50 Punkte haben, das spielt auch keine Rolle. Ne? Hm. Ja, ich glaube auch, da gibt es wirklich jetzt das Freiraum zu experimentieren, wirklich. Ne? Aber das Ding ist, darf ich ausreden, das Sachen ist jetzt, ich glaube, wir bald Bochum und der HSV als Heimspieler. Und das ist, wenn wir das Knack ist jetzt da. Wir würden nicht aufsteigen. Wir spielen in Aue, wir wissen, das ist ein ganz schweres Spiel. Dann wir haben Würzburg zu Hause. Und dann, ich glaube, es ist Bochum auswärts und dann der HSV. 4. April ist der HSV. So, das ist echt jetzt eine Zeitraum, wo wir konnten richtig runterrutschen. Wenn wir 4 Spiele jetzt hintereinander verlieren, aber so richtig was anbrennen wird da ja nicht mehr, nein, oder? Anbrennen, aber wir reden über, wir gucken schlechte Spiele an. Ja, aber will ich, dann gerade deswegen, ne, muss er doch jetzt was versuchen. Will ich mir so ein Gewürge angucken, wie das 2-2 gegen Fürth, wo wir eigentlich 90 Minuten nur hinterherlaufen? Ne? Ja. Das war's ja. Das ist aber witzig eigentlich. Was ich witzig fand, ist, dass der Sky-Kommentator gesagt hat, er hat ein richtig gutes Spiel gesehen. Also der hat ja danach gesagt, war ein Top-Spiel, super Zweitligaspiel und so. Wo ich so dachte, nee, also ich habe schon deutlich bessere Spiele gesehen, auch in der zweiten Liga. Und Kicker zum Beispiel sagt auch, dass das ein unterhaltsames, gutes Spiel war von beiden Mannschaften irgendwie. Vielleicht gucken wir da auch zu kritisch drauf. Aber ich fand auch, dass es eher so ein Spiel war, was dann halt von 2-3 Einzelaktionen irgendwie getrieben war und sonst nicht viel hergegeben hat. Hm. Ne, sehe ich genauso. Ne? Und wenn es normal läuft, dann gewinnt Fürth das Spiel. Ne? Ja. Und macht auch keinen Spaß, nur 90 Minuten hinten drin zu stehen, ne? Wir wirklich ja von Anfang an gemacht haben. Und da war mal wieder keine Taktik und kein Plan zu erkennen, wie du den Gegner da irgendwie bearbeiten kannst. Ja. Die haben tief gestanden und haben gehofft, dass wenn Greuther Fürth mal einen Fehlpass spielt, dass sie dann kontern können. Ne? Und das ist doch keine Fußballidee. Ne? Da ist man selber von Eigeninitiative das war mal das wieder Ding, gar nicht zu sehen. Das war das Ding mit dem ersten Tor. Ne? Der Fürth hat umgedreht, hatte Gucci das von ihm das Pass abgenommen und wir hatten Glück, dass das 1-0 war. Aber die beiden Toren bei uns war schon wieder nicht ausgespielt. Ja gut, so, dass du Chancen dann vergibst, das kann immer mal passieren. Ne? Und ich denke auch bei dem Kopfball, da muss sich der Dux schnell entscheiden, das kann mal passieren. Ne? Der hätte ihn vielleicht auch Volley nehmen können, ne? Keine Ahnung. Hm. Aber die Aussage von dem Trainer, wir sind dann folgerichtig 1-0 in Führung gegangen, die ging ja auch wieder voll an der Realität vorbei. Ne? Ja, 100%. Es ist eine absolute Einzelaktion von Haraguchi. Der ja, Einzelaktion. Genau. Und dann hat man auch noch Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das nicht zurückgepfiffen hat, ne? Weil der Schiedsrichter stand ja wieder im Weg und hat den Ball berührt, ne? Ja, und ja, stimmt. Das hätte man ja auch wieder wegnehmen können, das Ding. Ne? Ja. Und normalerweise liegt man da schon 2-0 zurück, ne? Also so macht das keinen Spaß. Dann gucke ich mir lieber die jungen Leute an, ne? Und weil die müssen jetzt ja versuchen, die Jungen zu bringen. Die haben nun mal kein Geld. Ne? Die werden den Haraguchi und den Hübers nicht halten können, wenn die weg wollen. Und dann muss man versuchen, was Vernünftiges für nächstes Jahr aufzubauen. Ne? Und wenn man kein Geld hat, setzt sich auf die eigene Jugend. Ne? So. Ja. Ich und, weiß, es ist unredlich, ne? Aber darf ich vielleicht mal ein Gedankenexperiment anbringen? Ich habe das letzte Woche schon so ein bisschen gedacht, und habe mir überlegt, wie wäre es denn, also wir monieren eigentlich von Woche zu Woche, dass Kenan Kutscher keinen Plan hat. Wir sagen, gib den Jungen eine Chance. Was wäre denn, wenn man den U23-Trainern, beziehungsweise dem Trainer, also Christoph Dabrowski, und dann vielleicht, ich werfe mal Christian Schulz noch mit rein, der spielt zwar gerade eigentlich noch in der U23, aber der macht sich bestimmt auch gut als Trainer. Was wäre denn, wenn man mit so zwei Leuten, also die halt einfach hochzieht und sagt, gut, das ist jetzt unser Weg, kostengünstig aus dem eigenen
Verein aus der eigenen Jugend. Und jetzt ziehen wir hier was auf. Und Kenan Kocak macht nur noch die Pressekonferenzen oder was macht er? Nee, der wäre dann weg. Achso, der wäre dann weg. Das ist es ist unredlich, das zu sagen. Aber, ach so. Aber du weißt was, wir haben einen Ersatz bei der U19 jetzt von Inter Mailand. Er ist der jüngste albanische Nationalspieler. Er war 17, wenn er in der Europa League gespielt. Und ich weiß es nicht, er trainiert manchmal jetzt bei den Profis. Es heißt Capelli oder sowas. Aber du weißt, da ist auf einmal ein paar Talenten da, das wir sehen nicht. Und auf einmal, die sind weg. Es ist wie unter der Nationaltorwart und bla bla bla. Aber da gibt es ein paar gute Talenten da bei uns. Aber das Ding mit Christian und die andere da, ist nicht, ja. Wird ja nicht passieren. Ich weiß das. Ja, aber warum nicht? Also warum nicht? Weil das der erste, ich sag's dir, die haben das einmal gemacht. Kannst du nicht rennen? Aber es ist egal momentan. Ich weiß, dass das mal im Gespräch war, aber warum denn nicht? Ja. Also warum denn? Ich finde das auch eine gute Idee eigentlich. Ne? Ja, aber das Ding ist, momentan, wir haben 96, hast nicht 300.000, du hast einen Vertrag für 3 Jahre. Wenn er kriegt 500.000 im Jahr und ich sage, ich will 1 Million von das, Entschuldigung, ihr kriegt, ich weiß nicht, sagen 300.000 im Jahr. So wie Chris das für 3 Jahre ist noch drin. Wir haben das Geld nicht, wir wegzuschmeißen, wir müssen immer noch das Schlau drauf Scheiße bezahlen. Jetzt gibt es all diese Kleinigkeiten. Wir wissen, dass, wie viel Geld ist verloren gegangen letztes Jahr mit Wallace und diese ganzen Pissverträge, ey. Ich glaube, da kommt es auf die 500.000 auch nicht mehr an. Ne? Also ich finde ja, schon, aber wo hast du das heutzutage, wenn du gibst keinen Zuschauer und dein Fernsehgeld ist ein Drittel abgezogen? Na gut, hast du das kostet ja auch Geld, wenn du Jahr für Jahr oder wenn du jetzt über einen längeren Zeitraum weiter zweite Liga spielst, ohne einen erkennbaren Plan, ohne irgendwie eine gute Einbindung der Jugendspieler. Das kostet ja auch Geld. Also ja, aber, da, vorne, ja, aber du musst einer dann sagen, ich habe das Geld wegzuschmeißen. Naja, aber denn, ich bin aber das sagst du mir, wer wird da jetzt 96 kommen mit offenen Armen, auch wie du erzählst, Märchengeschichte, dass 96 ist eine Mannschaft, die jeder will Sven, hin. Aber wir haben eine tolle neue App. Das ist keine Märchengeschichte. Wir haben eine ganz tolle neue App. Es ist eine Märchengeschichte. 96 ist vorbei mit sowas. Nein, ich finde Märchengeschichte. Du hast das vor 2 Wochen angefangen mit das. Ja, ich weiß. Ja. Das wiederhole ich auch gerne. Also ich habe gerade ein längeres Interview mit Horst Held gehört, mit einer Zeitung, deren Name ich hier nicht, also für deren Name ich hier nicht Werbung machen will. Aber also ich habe ein längeres Interview mit Horst Held gehört, der kennt sich auch ein bisschen aus im deutschen Profifußball und so. Ich weiß, da ist ein bisschen verbrannte Erde, aber der hat auch nochmal gesagt, und das war jetzt vor kurzem, der hat gesagt, Hannover 96 ist eine richtig gute Adresse im deutschen Profifußball, ist eine schöne Stadt, die völlig unterschätzt ist. Und also Hannover ist eine extrem gute Adresse im deutschen Fußball. Aber USA's wird benutzt, unterschätzt. Und dann, wer will hier kommen? Erzählst du mir das? Unterschätzte Spieler, die eigentlich viel mehr können. Oh. Also ich finde auch, dass mit der aktuellen Mannschaft viel mehr drin sein müsste. Ne? Aber dass der Trainer wirklich Woche für Woche beweist, dass er wenig Plan hat. Ne? Vielleicht ist der Trainer ja auch unterschätzt, verflixt. Nee, ich finde aber auch die Idee wirklich gut. Ne? Ich meine, den wissen wir ja schon, in Hannover ist schon so viel Kohle verbrannt worden. Hm. Aber will ich mir die nächsten 2 Jahre so einen Fußball angucken, ne, und verliere dadurch auch viel Geld? Ne? Weil es ist ja so, je länger du in der zweiten Liga spielst, das Fernsehgeld wird immer weniger. Ja, aber ne, das Ding das ist, mein Freund, wenn die Saison ist zu Ende und du darfst nur 20.000 Leute in die Stadien haben, das darf nur alkoholfreies Bier trinken, das wird auch eine Riesengeschichte sein. Ja, aber gerade. Und das Ding ist, das ist schon wieder, das heißt schon wieder, wie viel Geld ist denn verloren. Ja, du weißt, in den 2 Jahren, du hast in 4 Jahren so viel Geld verloren,
Es ist Wahnsinn. Die Problematik haben aber ja alle. Deswegen kann man doch jetzt aber nicht sagen, ich gucke mir das die nächsten 2 Jahre an. Und gerade wenn es nur alkoholfreies Bier gibt, ne, dann sollte ich doch Fußball spielen lassen, der sich gut angucken lässt. Genau, dann muss man das Spiel ja mitbekommen. Ja. Genau, weil besoffen würde sich das wahrscheinlich leichter ertragen lassen. Ja, ich glaube auch. Aber du verstehst, was ich meine. Es geht um Umsätze, es geht um das Ganze. Guck das ganze Marketing, das ganze Klamotten, das ganze Fanzeug. Du brauchst das nicht zu tragen, wenn du gehst nicht ins Stadion. Ja, das kaufst du aber auch nicht, wenn du in der zweiten Liga auf Platz 15 rumdümpelst. Ne? Und ein Fußball spielst, den keiner sehen will. Ja, ne? Das ist auch, da ist eine Sache. Und da ist ich glaube, das verkennt auch so ein bisschen Stanley. Also auch vor Corona gab es schon die Spiele, wo wir gesagt haben, naja, das ist hier eigentlich ein Heimspiel, aber es kommt keiner. Also das gab es auch vor Corona schon, ne? Das kaum noch. Ja, aber es ist gegen wem? Gegen wem? Ja, gegen wen? Aber also gegen die spielst du ja jetzt dann auch die nächsten Jahre immer weiter, wenn du zweite Liga spielst. Ja, das war auch komischer. Ich habe auch, kann erinnern, wenn wir Sachen wie an einem Dienstag at 17.30 Uhr gegen der KSC, da lag solche Spiele, ist nur 10.000 Leute da gewesen. Ja, genau. Ja, also sowas meine ich ja. Und das kriegst du ja nur, also ich glaube, du musst einen Plan entwickeln, wie du attraktiven Fußball spielst. Und den entwickelst du besser heute als morgen. Und da kannst du nicht sagen, naja, wir haben kein Geld, um das irgendwie umzumodeln und so. Also ich glaube, es gibt auch kostengünstige Lösungen, mit denen mehr drin ist, als es gerade so passiert. Genau. Da brauchst du eine sportliche, kompetente Führung. Der Sportdirektor muss das auch sehen, was da jede Woche auf dem Platz geleistet wird. Und das ist, finde ich, meine persönliche Meinung, für die Zukunft nicht tragfähig. Ne? Dann lieber eine junge Mannschaft aufbauen, die vielleicht 2-3 Jahre im Mittelfeld rumdümpelt, ne? Und dann irgendwann nach oben geht und dann auch da bleiben kann. Ne? Ja. Und das, also ich glaube lieber, ich gucke mir lieber zu Hause mal ein 3-3 an, wo guter Fußball gespielt wird, als so ein 1-0, wo du hinterher gar nicht weißt, warum du gewonnen hast. Ne? Ja. Also so ein bisschen Spaß soll der Fußball auch machen. Was? Und das ist ja eigentlich auch die positive Erkenntnis, finde ich. Die positive Erkenntnis der letzten Jahre ist ja eigentlich, 96 scheint kein Verein zu sein, der dann so durchgereicht wird, ne? Oder der irgendwie in der zweiten Liga auch auf einmal in Bedrängnis kommt. Sondern es war immer so, die letzten Jahre war es ja eigentlich immer so, dass es entweder direkt wieder raufging oder man zumindest die zweite Liga dann souverän halten konnte und dann ging es halt im nächsten Jahr wieder hoch. Also ich glaube, mit einem Abstieg aus der zweiten Liga, so wie es anderen Vereinen irgendwie, was weiß ich, denken wir an Kaiserslautern, an Cottbus, an, wer ist da noch? Naja, aber an solche Vereine halt, sowas scheint ja 96 nicht zu passieren. Deswegen, also, naja, warten wir mal, warten wir doch erstmal die nächste Saison ab. Also ja, ich meine, wir sind ja, man darf dann darf man aber, finde ich, auch nicht, dann muss man zumindest auch betrachten, dass wir das natürlich bislang auch immer gemacht haben mit einem Etat, der doch immer noch eher der eines Bundesligisten ist. Deutlich mehr als und ab der nächsten, und das könnte jetzt aus vielen Gründen, nicht nur wegen, ganz bestimmt nicht nur wegen Corona, in der nächsten Saison anders sein und dann werden wir sehen. Und dann darauf kommt es dann an, ob wir nicht tatsächlich runtergereicht werden. Also da müssen wir auch ein bisschen noch mehr das Glück haben, dass wirklich vielleicht wir ein paar junge Spieler haben, die sich dann als große Talente wenigstens für die zweite Liga mindestens entpuppen. Ich möchte in diesem Zusammenhang, weil wir haben jetzt auch gar kaum über ihn geredet, über den guten Moussa Doumbouya, ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal, bevor irgendwelche Sky-Reporter mehr dazu vorkommen oder andere im Sportstudio, ich möchte jetzt schon die Markenrechte für folgenden Wortwitz anmelden, den Moussa machen. Also bitte, ja? Ja. Das haben wir haben es zuerst gesagt und das wird man vielleicht ab und zu mal hören, vielleicht aber auch andersrum. Also von daher, um jetzt wieder ernst zu werden. Zum Glück kommentiert Frank Buschmann keine zweite Liga. Bitte? Ja. Zum Glück kommentiert Frank Buschmann nicht in der zweiten Liga. Ja. Sonst kommentiert er schon die erste Liga? Das stimmt. Kommentiert er die erste Liga? Ja. Ja. Oh, naja, hab ich bislang Gott sei Dank noch nicht mitbekommen. Ja, genau, was Stanley gesagt hat, ne, mit den Talenten, ne, man hört so viele Namen, die hat man hier nicht einmal spielen sehen, die nach anderen Vereinen gehen. Ne, Hannover macht so den Eindruck, als ob die Talente da überhaupt keine Chance bekommen.
Ne? Und das ist auch das ist der völlig falsche Weg irgendwie. Also ja, es wird immer viel darüber geredet, allerdings hat man tatsächlich, das ist halt immer so die Sache, wir wissen natürlich auch nicht immer, ob wir manchmal dem Trainer auch nicht auch Unrecht tun. Man hat, wenn man es jetzt so betrachtet, bei Hannover tatsächlich ein bisschen den Eindruck, dass Kenan Kocak zwar Talente mitmachen lässt im Training, aber doch eher immer sehr stark aus irgendwelchen Gründen das Gefühl hat, er kann sie nicht bringen. Also aber warum, ob das richtig ist oder falsch. Ja, ich finde, das ist wirklich das Problem, dass du guckst jetzt auf die Insel an und da sind alle junge Burschen überall, die Superstars. Ja, Mount, es ist egal für mich, James von Manchester United, 20, they're all kids. Und ich begreife das nicht, wenn diese Kids sind hungry, die wollen spielen, die wollen Stars werden, ihr weißt ne, das sind nicht wie unsere Linden da, wo die, ihr weißt ne, Lindenmania, you can't even abhaken. Jetzt ist out, we have a neuer Superstar hier, ja, aus Ghana. Aber es ist natürlich tatsächlich so, das ist eben der Punkt. Wir haben auch schon junge Talente gehabt und da hat es auch welche gegeben, wo man relativ schnell gemerkt hat, ja, okay, das reicht dann eben doch nicht. Also, jung zu sein alleine ist ja noch kein, ist ja noch keine Qualität. Keine Qualität, ja, aber wir reden über das Möglichkeit, wie eine Stepping Stone, wie also heißt die Sache, das? Eine weitere Stufe. Ja, eine weitere Stufe die Frage wäre für mich jetzt aber, warum lässt Kenan Kocak sie tendenziell eher nicht spielen oder nimmt oder ist da zögerlich? Ist er, wenn er das nur tut, weil er sagt, naja, die sind noch sehr jung, die sind noch nicht erfahren, dann wäre das Argument völlig richtig, was du sagst. Da würde ich auch sagen, hey, lass doch mal die jungen Leute es probieren. Aber es kann ja auch sein, dass er durchaus irgendwelche spielerischen Defizite sieht noch. Die sehen wir ja Woche für Woche bei den anderen auch. Ja, das ist 100%. Das ist 100%. Ich begreife es leider nicht. Aber es ist ja Woche für Woche, da reden wir drüber. Dieses Wochenende jetzt ist Bijol raus, jetzt ist, wer war noch raus? Soleimani. Ja. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt noch größer. Wahrscheinlich werden am Wochenende wieder. Du weißt, was ist geil ist. Right, we gehen nach Aue. Du weißt, aber das nächste Heimspiel am 14. Wir spielen gegen der Letzte, Würzburg. Gegen Würzburg? Gegen Soudan. Warum kann er denn nicht experimentieren? Kann er ja. Muss er machen. Wenn er das nicht macht, der Typ ist für mich durch, weil er jetzt keine Eier in den Hosen. Oh, okay. Das hat er jetzt gehört und wird er natürlich. Aber du hast ihn doch gerade die ganze Zeit verteidigt, Stanley. Oder habe ich das falsch interpretiert? Was? Ich hatte so das Gefühl, dass du sagst, naja, den kann man nicht rausschmeißen und sollte man auch nicht aus den und den Gründen. Nein, ich habe gesagt, dass ich war reden rüber, dass wir haben schon wieder einen dummen Vertrag. Dass wir kann ihn nicht so einfach rausschmeißen, wenn du als drei Jahren Vertrag davon, noch. Wenn du Stanley richtig zugehört hast, er ist ja erst in 2 Wochen bei ihm unten durch. Wenn das passiert, dann hören wir hier was anderes. Ja, aber das andere Sachen ist auch, wie ich habe vorhin gesehen, da ist nicht, Gott sei Dank, nicht die gleiche Abfindung der Mourinho bei Tottenham. Du weißt, das ist auch eine Geschichte für sich. Wird er denn rausgeschmissen? Wird der neue Sportsdirektor in Führungsstrichen auch weg? Wir warten bis zum Ende der Saison, wie das abgeht. Weil ich kenne ein paar Geheimnisse, das ich darf nicht erzählen jetzt. Hui! Ja, das. Sicher? Dass manche Leute benutzen vierlegige Toilettenpapier und die anderen nur Bio-Schmirgelpapier. Aber ich meine das in Ernst, da gibt es auch ein paar Überraschungen hier in Raum Hannover, ich sag's dir. Da wird paar. Und auch das, was passiert, wenn Martin Kind wird er nicht da morgen sein? Das morgen früh, ihr kriegt einen Herzinfarkt. Was wird denn passieren? Weißt du irgendwas, Stanley? Hast du irgendwie. Und die Cassandra von H1, mein Gott! Was. Spiegelein an der Wand. Bevor das Orakel von H1 hier jetzt gleich noch ganz andere Sachen verrät, die vielleicht noch nicht verraten werden dürfen, müssen wir, glaube ich, zum Ende der Sendung kommen, Carsten. Gib uns noch einen Tipp fürs Spiel ab. Bist du auch ein Orakel? Weißt du, wie es ausgeht gegen Aue? Ja, ich tippe auch unentschieden. Einfach. Für wen? Ach so, okay. Ja. Dann wahrscheinlich für Aue. Ja, okay, ein Unentschieden in Aue. Na gut. Okay. Ja, dann danken wir dir ganz herzlich für den Anruf. Ja, ebenso schönen Abend noch. Ebenfalls. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und genau, bis zur nächsten Woche hoffentlich. Ne? Vielen Dank. Jo, tschüss.
Jetzt noch mal ganz kurz bei euch. Habt ihr denn die App von 96 ausprobiert? Ganz ja, ich habe das heute downloaded. Also ich muss sagen, ich habe es ja schon am Wochenende ausprobiert und war natürlich tatsächlich gleich enttäuscht. Weil, ja, tatsächlich, weil ich erwarte ja gar nicht so viel. Aber ich hätte tatsächlich es als einen echten Vorteil empfunden, wenn die App, das ist jetzt mein Verbesserungsvorschlag für die App, ich habe dir ja sogar die Erlaubnis gegeben, mir Nachrichten zu schicken. Okay. Und ich will gar nicht den ganzen Kram, ich will das nicht immer alles verfolgen müssen. Ja, ja, okay. Und ich will auch nicht dauernd ins Handy gucken. Aber wenn die App mir in dem Moment, in dem 96 sagt, okay, wir haben die Aufstellung, eine Nachricht schickt und sagt, jetzt haben wir die Aufstellung. Und vielleicht auch die Aufstellung schon mit reinschreibt oder wenigstens sagt, komm jetzt in die App, kannst du dir die Aufstellung angucken. Das fände ich ganz cool. Haben sie nicht gemacht. Ja. Ich musste irgendwann reingucken, da war dann die Aufstellung schon da. Ja, da aber das will ich nicht. Mir geht es nicht darum. Dann kann ich auch die Seite von Hannover 96 aufrufen oder Twitter oder so. Aber das war das eine, was mir aufgefallen ist, wo ich so dachte, das ist nicht so schwierig, das hätte man gleich mal machen können. Ja, vielleicht das ist eine gute Anrege. Ja, würde ich sagen. Ich rede über das. Moment. Mach das mal, klär das mal mit den Jungs und Mädels. Aber das mit der Mannschaft, du weißt nur, ich hatte das Nachricht von dir bekommen auch, dass wir sind alle enttäuscht gewesen. Wir sind alle am Samstag gleichzeitig enttäuscht. End of story. Über die Aufstellung meinst du? Oh, yeah, bei der Club. Ja. Wir sind da und es war alle keine positives Gefühl da gewesen. Eher so das Gefühl, wir schmirgeln uns weiter durch und so, als hätten wir doch noch irgendwelche Hoffnungen, die, naja, also es ist alles, es ist ja auch, jetzt haben wir es ja endgültig erledigt, was das angeht. Und insofern habe ich mich jetzt, es musste heute schnell gehen für das Lied, auch nochmal mit dem Thema beschäftigt, über das wir jetzt auch kaum gesprochen haben, dieser kleine Aufreger von letzter Woche, ne, mit Fallett, das war ja auch so eine komische Nummer und ich dachte, da es über dieses Spiel eigentlich nichts Vernünftiges zu singen gab, dachte ich mir, dann mache ich es halt hiermit. Probieren wir es mal. Okay, können wir nochmal stoppen? Das war etwas zu schnell und jetzt weiß ich auch, dass der Auftakt fehlt, dann würde ich sagen, ich gebe vor und dann spielt ihr ab und dann funktioniert das. Everybody was Kung Fu Fighting, um das Spiel zu vermeiden. Fallett muss draußen bleiben. Was tut ihn da bloß reiten? Haraguchi trifft zuerst, alle rufen, lass das Mann. Ein Verteidiger greift dann, gleich danach ist Bastas dran. Kenan Kortschak sagt noch Danke, da erwischt es Marcel Franke. Endlich übt einer der Jungs mal die Boxverteidigung. Jetzt sollte eigentlich schon der Refrain kommen. So ist das, wenn man nicht probt. Kung Fu Fighting. Und das vor allen Leuten. Das sind jetzt wir brauchen Therapeuten. Und genau das, glaube ich, ist so ein bisschen das Fazit. Wir brauchen Therapeuten. Wir übrigens auch hier beim Club. Die App braucht nochmal einen Therapeuten, der sich das ein bisschen genauer anschaut. Sollten alle mal wieder miteinander reden, besser und sich mal einigen, was sie machen und was sie wollen. Wir reden nächste Woche wieder, dann über das Spiel in Aue. Bis dahin wünschen wir eine möglichst gute Woche. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Schuss von Webetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover.